Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich habe ein sehr interessantes englischsprachiges Video gefunden. Your Immune System Under a Microscope. Ein Film, der zeigt, wie das Immunsystem arbeitet. Wir haben es auf Deutsch übersetzt und viel Spaß damit. Willkommen. Heute werden wir einen Blick auf Ihr Immunsystem unter dem Mikroskop werfen. Was Sie hier auf Ihrem Bildschirm sehen, sind also ein Haufen roter Blutkörperchen, die unseren Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgen. Die sich bewegende Zelle dort ist ein Lymphozyt. Das ist Ihr Immunsystem. So sieht es unter dem Mikroskop aus. Seine Aufgabe ist es also, zwischen all diese Zellen in Ihrem Lymphsystem einzudringen und mit der Reinigung zu beginnen. Sozusagen. Was Sie nicht sehen, ist, dass es im Wasser schwimmt. Deshalb müssen wir Wasser trinken, wenn wir krank werden. Nun, Sie haben gerade gesehen, dass es einen Lymphozyten gibt, der seine Richtung ändert, der seine Intelligenz zeigt. Es hat ein Signal, das Chemotaxis genannt wird, um ein Schlamassel aufzuräumen. Zelltrümmer. Sie sehen also, dass die Lymphozyten anfangen, sich aufzulösen und all die Zellablagerungen aufzuräumen. Genau wie bei einem Auto, das Benzin verbraucht, verbrauchen alle unsere Zellen Treibstoff. Und dann gibt es noch Nebenprodukte und Stoffwechselprodukte. Dieses kleine Strichmännchen, das Streptokokken sind, ist Ihr Immunsystem, das sich um Bakterien kümmert. Schauen Sie, wie es läuft und sie schützt, indem es sich um die Bakterien hüllt. Das ist jetzt ein Bild des natürlichen Zelltods. Das ist Apoptose. Das ist eine Zelle, die nur die Ränder der Zellen dort beobachtet. Sie steht kurz vor dem Tod. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass unsere Zellen ab und zu alle 149 Tage durch rote Blutkörperchen ersetzt werden. Andere Zellen brauchen vielleicht Jahre. Aber unsere Zellen werden durch das ersetzt, was wir zu der Zeit gegessen haben. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass diese Lymphozyten hineingehen und all diese Zellen reinigen müssen. Und wir haben Billionen von Zellen. Ich scherze mit meinen Kindern herum. Ihr wisst, dass ich möchte, dass ihr euer Zimmer sauber macht, sowie eure Lymphozyten bei sich aufräumen. Und das ist es, was wir sehen. Billionen von Zellen werden gesäubert. Und deshalb ist es so wichtig, eine gesunde Ernährung mit echten Vollwertnahrungsmitteln zu essen. Denn unsere Zellen brauchen diese großen Bausteine, keine gefälschten Lebensmittel. Wenn Ihr Immunsystem überlastet ist, werden sie sich auflösen und Ihren Lymphozyten mehr Arbeit zuführen. Dann kann es sie nicht mehr so gut schützen. Was Sie hier auf dem Bildschirm sehen, ist die natürliche Zellteilung. Und bei der richtigen schrittweisen Teilung sehen Sie in der Mitte des Bildschirms, dass sie zusammenbleibt und zu einer sogenannten Nukleogenen Krebszelle wird. Diese beiden dunklen Kreise, das sind die Kerne. Die Lymphozyten, die dort eingekreist sind, befinden sich innerhalb der Krebszelle. Und dieser Pfeil zeigt auf die Zellmembran. Der Lymphozyt auf der Außenseite versucht hineinzukommen. Schauen Sie es sich an, wie er mehrfach stupst. Wir zählen 7 Mal. Er stupst, um zu versuchen hineinzukommen. Wenn Ihr Immunsystem schwach ist, kann er nicht hineinkommen. Wenn es stark ist, kann es eindringen und bei der Abwehr des Krebses helfen. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihr Immunsystem wirklich stark halten. Sie können hier sehen, wie es nach innen gelangt ist und jetzt die anderen Lymphozyten überwältigt. Wenn wir die Kamera zurückziehen, können wir sehen, dass wir jetzt Gewebe haben, das krebsartig ist. Es hat noch nicht die Größe eines Tumors. Das ist immer noch ein Neuromikroskop. Aber es ist Gewebe und all diese sich bewegenden Dinge sind die Lymphozyten. Was Sie da gerade gesehen haben, ist eine Implosion von innen nach außen. Das sind die natürlichen Killerzellen Ihres Immunsystems, die den Krebs töten. Deshalb haben wir eine Sofortwiederholung eingeschaltet. Das ist Krebs, der stirbt. Wir wissen das jetzt, um unsere Chancen zu erhöhen, keinen Krebs zu bekommen. Wir müssen unser Immunsystem so stark wie möglich erhalten. Und wie ich schon sagte, was sich auf die Belastung des Immunsystems auswirkt, mentaler, chemischer und physischer Stress. Wenn Sie krank werden, was sagt man Ihnen? Was sollen Sie tun? Viel Wasser trinken. Denn diese Lymphozyten müssen in der Lage sein, herumzuschwimmen und dorthin zu gelangen, wo sie hin müssen, um sich auszuruhen. So gibt es weniger Anstrengung für die Lymphozyten, die aufräumen. Das ermöglicht es Ihrem Immunsystem, sich zu erholen. Und machen Sie auch Folgendes. Nehmen Sie Antioxidantien, Vitamin C, solche Dinge. Warum? Weil Antioxidantien das sind, was Ihr Immunsystem ernährt. Das ist das, was es stärker macht. In der heutigen Welt müssen wir also chemische Stressoren wie Zucker und Fake-Lebensmittel vermeiden. Und Dinge wie Obst und Gemüse essen, Bio-Obst und Gemüse, um sie mit guten antioxidativen Zusätzen ergänzen, um unser Immunsystem stark zu halten. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und bitte kümmern Sie sich um Ihr Immunsystem.